Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft Legion. Es gibt einiges zu tun hier in diesem Gebiet, wo wir sind. Da meckert Flöckchen oder sagt Blöckchen eher Hallo mit dem Man. Ich habe hier Will Larsons gefunden. Das ist Kampfhaustiertrainer. Und wenn man hier seine Kampfsteine eintauscht, Kampfsteine sind die Sachen, die man gewinnt, wenn wir so haben Haustierkämpfe machen, dann sieht man hier zum Beispiel auch, dass es hier auch nochmal dieses wertet ein Kampfhaustier eines beliebigen Typs sofort zu seltener Qualität aus. Würde ich sehr gerne haben. Vielleicht sogar mehr als einen davon, weil ich das ganz cool finde, wenn wir so ja, unscheinbare Haustiere zu seltener Qualität aufwerten können, die sonst gar nicht so besonders wären. Dann gibt es hier noch Quests und Berufe. Kümmern wir uns mal eben um die Berufe. Ich habe den Tipp bekommen, da ich ja jetzt hier kein Gold auf dem Charakter habe, ich solle doch einfach mal Bergbaulehrer und Kräuterkunde lernen. Das kann man wohl später dann wieder verlernen, weil Bergbau ist jetzt eigentlich so gar nicht meins. Würde ich also sonst gar nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Aber da kann man ein bisschen Gold mit verdienen. Wenn man das Zeugs dann später im Auktionshaus verkauft, kriegt man ein bisschen gut Starterhilfe, kann sich also eine Weile selbst versorgen, bis wir dann 110 sind. Also bis der Charakter dann volles Level hat. Wäre das wohl eine gute Investition. Da ich jetzt im Moment eh noch nicht Lederer werde oder so, würde ich das erstmal machen. Es war schade dann um den Fortschritt, den wir dann vielleicht irgendwann haben, der dann wieder verloren geht, weil Bergbau würde ich jetzt nur so lange beibehalten, bis wir ein bisschen Kohle haben. Und Kräuterkunde mache ich halt eh gerne. Das habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich bei der Blutelfe Kräuterkunde immer fleißig mache. Da bin ich schon sehr weit. Mache ich also total gern. Ich wollte mit der Nachtelfe eigentlich gerne was anderes machen, aber wir haben halt im Moment nicht so viel Gold. Und das brauchen wir. Und zwar eine Menge davon, wenn wir uns vor allem optisch ständig verändern wollen. Beim Transmogrifizierer ist es halt sehr teuer. Und ich mache da gerne verschiedene Outfits. Und es wäre halt schade, wenn man gerne irgendwie sich immer optisch mal ändern wollen würde und dann das Gold nicht hat. Also gehen wir zum Bergbaulehrer. Hallo. Und werden erstmal Lehrling. So. Wir nehmen das an. Kupfer verhütten. So, das haben wir gelernt. Die nächste Stufe wäre dann hier Bergbaugeselle. Aber erstmal müssen wir da, ja, gucken, wie weit wir kommen. Und dann ist hier noch irgendwo Archäologie, ne? Hatte ich irgendwo gesehen. Das sind die gelben Berufe hier. Irgendwo war sie doch. Da vorne. Ja, das würde ich auch sehr gerne machen. Archäologie ist ein Nebenberuf, von daher ist es gar kein Problem. Ermöglicht es einem Archäologen bis zu einer maximalen potenziellen Fertigkeit von 75 Fragmente zu finden und Artefakte zu vervollständigen. Ich bin gerne Archäologe und dann können wir auch gleich Archäologengeselle werden. Ermöglicht es einem Archäologen bis zu einer maximalen potenziellen Fertigkeit von 150 Fragmente zu finden und Artefakte zu vervollständigen. So. Archäologie-Experte. 225 Fragmente. Und weiter geht gerade nicht. Mehr Kohle haben wir gerade nicht. Halte die Ohren steif, ja? Aber das ist schon mal ganz toll. Jetzt haben wir ein paar Berufe gelernt. Sieht man das nicht irgendwo auch? Warte mal, haben wir das nicht? Unter P Berufe. Hier haben wir jetzt stehen Bergbau. Bergbau-Lehrling und so. Ermöglichen wir ihn so. Und dann haben wir hier die Zweitberufe und so. Und dann haben wir hier auch Archäologe, Experte schon stehen. Wir müssen jetzt halt nur natürlich was dafür tun. Hier steht auch noch Angeln und Kochkunst. Und Erste Hilfe werde ich auch noch gerne lernen. Ja, das machen wir noch. Werde ich gerne. So, jetzt haben wir hier erstmal noch Schildwache Lendra. Schattenhammer. Schildwache Lendra, der Schattenhammer. Eine Gruppe von Schattenhammer-Kultisten hat südwestlich von hier Lager aufgeschlagen. Sie stellen eine Armee von Wasserelementaren zusammen, die gegen Lord Anel eingesetzt werden könnte. Ihr Anführer, der Hochkultist Azerin, hat einen Pakt mit den dunklen Göttern geschlossen, die seinem Kult Macht über die Elemente gewähren. Kümmert euch darum, bevor es zu spät ist, Alexiel. Der Kataklysmus hat die Elemente verwirrt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie genug Elementare haben, um unsere Verteidigung zu übermannen. Machen wir natürlich, genauso wie die Schattenhammerpläne. Wir wissen nicht genau, welche Ziele die Schattenhammer-Kultisten südwestlich von hier verfolgen. Wir fürchten, sie wollen Lord Anel angreifen. Allerdings können ihre Motive weitaus tiefer liegen. Begebt euch zum Lager der Schattenhammer und besorgt ihre Pläne so schnell ihr könnt, Alexiel. Uns bleibt möglicherweise nicht viel Zeit. Auch das werden wir erledigen. Hier ist noch ein Quest, den wir machen können. Von Cerelan Weißklaue. Ich möchte euch meinen tiefsten Dank für eure Hilfe aussprechen. In meiner Trauer habe ich euch zuvor nicht die Dankbarkeit entgegengebracht, die ihr verdient hättet. Ohne euch wären wir jetzt wohl nicht hier. Seid euch gewiss, dass ich hier immer
dass ihr hier immer Freunde haben werdet und sorgt euch nicht um meine Einsamkeit. Grimklaus, gute Gesellschaften, erbietet mit mir mehr als Trost. Achso, mir mehr Trost, als ich erwartet hätte. Nehmt dies und unseren Segen, bis wir einander wiedersehen, Alexiel. So. Das können wir beenden und bekommen einen Dunkelküstenbogen und ein Wölkchen. Das ist aber lieb von ihr. Wir sind auch schon wieder fast Level 21. Richtig cool. Und wir können natürlich reiten lernen. Das müsste irgendwo kommen. Ich bin ganz hier ist der Stallmeister nochmal. Da ist unser Vieh. Wir können nur zwei im Moment haben. Einen Platz haben wir noch frei. Hexenmeisterlehrer und so weiter, das können wir aber gar nicht, ne? Weil wir sind ja Freunde keine. Genau. Sind auch meine die Dunkelheit umgibt euch nicht, Jägerin. Hört mit dem Geschwätz auf und geht mir aus den Augen. Also wir sind eine Jägerin, noch. Wir sind keine, ja, wie nennen sie nochmal? Hexen-Dingens. Auf jeden Fall sind wir halt die Falsche. So. Schneiderlehrer gibt's auch noch, Tuchmacherin gibt's auch. So, wir wollen gehen, soweit ich das richtig sehe, sollen wir wieder da hinten hin. War doch die Ecke, da waren wir doch schon. Bringt uns da nicht die Säbelzahnfrau dahin? Steht die da noch? Ist die hier noch? Ist hier irgendwo noch? Nö, natürlich. Dann laufen wir. Das dauert jetzt aber, ne? Wenn uns da keiner hinbringt. Ich habe von hier aber auch kein Tigerchen gesehen. Na gut, dann mache ich einen kurzen Cut. Dann müssen wir nicht so weit hier durch die Gegend alleine laufen. Also bis gleich. Wieder zurück beim Nebelrand, ist mir gerade unterwegs aufgefallen. Wir haben ja gerade beim Quest ein Wölkchen bekommen und ein Wölkchen ist ja auch ein Tier. Ein Haustier, das habe ich jetzt benutzt, das heißt, das haben wir jetzt in unserer Sammlung. Und wenn wir jetzt hier Wölkchen eingeben, Wölkchen, dann kommt das schon und da haben wir auch schon eins. Wir haben zweimal jetzt schon ein ungewöhnliches und das sieht so aus. Das haben wir gerade durch den Quest bekommen und zack hat man schon wieder ein ungewöhnliches Haustier sich ergattert durch den Quest. Ich finde das eigentlich immer ganz lustig hier, dieses komische Baumvieh, was hinter einem herrennt. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Und den Bogen, das ist der hier. So, jetzt sind wir beim Nebelrand. Hier gibt es was zu tun, sehen wir schon am blauen Kreisel. Und irgendwas lassen die, glaube ich, fallen oder nicht fallen. Oder soll ich die töten? Ah, okay. Die Fanatiker sollen wir töten. Und da sind auch die Pläne. Die anderen sind es noch nicht. Der hatte keinen Plan. Und hier ist noch einer. So. Wunderbar. 2 von 6. Kämpft, ich kann eure Furcht riechen, Jägerin. Ja, ja. Wie ihr meint. So. Schön, dass die wenigstens noch ein bisschen was fallen lassen hier an Kohle. Da auch eiskalte Milch ist auch schön. Irgend so ein Fanatiker mit eiskalter Milch bei sich. Wen haben wir denn hier? Mondpriesterin Taril. Sorgt euch nicht um mich. Meine Wunden sind tief und bald wird mich der Tod ereilen. Nun liegt alles in euren Händen. Ihr müsst den Schattenhammer aufhalten. Die alten Götter, die von ihnen verehrt werden, haben ihnen Macht über die ruhelosen Wassergeister gewährt. Diese Macht ist heikel. Kanalisiert Elyns Präsenz durch diese Kugel, sobald die Elementare besiegt sind. Verwendet die Macht Elyns, um die Geister für immer zu verbannen. Okay, das werden wir tun, aber erstmal sammeln wir noch mal erstmal die Pläne ein. Damit wir die auch haben. Genau, 5 von 6 fehlt eh nur noch einer. Da liegt noch einer. So ein Plan. Wunderbar. Gegner haben wir jetzt hier auch irgendwie gar nicht mehr. So, wirklich, da hinten noch. So, und jetzt sollen wir die beruhigen. Oder was? Ja, das hat nicht geklappt. Also wenn die... Ist der jetzt... Doch. Wenn die tot sind, geht das noch? Ja, da ist er schon. Wunderbar, wir danken euch. Der Wille des Ozeans ist es, frei zu sein. Okay. So, du kannst sterben. Das war der Hochkultist, den haben wir auch getötet. Der war einmal Hochkultist. Und da unten sind jetzt noch mehr von diesen Dingern. Also erstmal töten. Manchmal muss man auch so Quests machen, wo die nur schwächer werden sollen. Das ist mal so blöd, dass man die viel zu schnell tötet. Aber wir sollen sie wieder beleben. Die Gezeiten folgen den Tiefen. Was folgen den? Ich konnte es nicht lesen, weil er sich so bewegt hat. So, jetzt haben wir ja Bergbau gelernt. Können wir das jetzt hier abbauen? Toll. Ich habe noch nie Bergbau gemacht. Eine neue Erfahrung. So, das wollen wir anvisieren.
Wir wollen ihn ja wiederbeleben. Den wütenden Gezeit. Die Gezeiten folgen den Befehlen Illyns. Ach, schön. Wir kommen voran, das ist sehr gut. 4 von 6. Bald haben wir sie alle mit Illyns Macht wiederbelebt. Jetzt sind sie nicht mehr wütend. So, nur noch einer, dann haben wir es. Hamlet folgt uns. Das ist eigentlich Flöckchen schon wieder. Wissen wir nicht. Da ist Fips. Ach nein, wir hatten ja das Wälkchen, stimmt. Naja, egal. Haben wir wieder Fips. Das Wälkchen habe ich immer gar nicht so gesehen irgendwie. So klein. So, Aufgabe abgeschlossen. Kehrt zurück in den Ozean. Kehrt zurück zu den Gezeiten. Okay. Wir laufen zurück. Schön ist es, wenn wir reiten können. Können wir aber noch nicht. So, wir sollen aber immer noch so einen Fanatiker töten. Irgendwo hier ist noch so ein Fanatiker, aber kümmern wir uns erstmal hier, da wir an ihr vorbei gerade laufen. Mondpriesterin Taryl, ihr habt es geschafft. Nicht alles war vergebens. Meine Zeit ist gekommen. Geht nun, Alexiel. Möge euch Illyn beschützen. Möge euch Illyn. Illyn euch. Jawohl, gemacht. Wo ist denn der andere nette Fanatiker? Ist das nicht der? Den hatten wir doch schon, ne? Bestimmt ist er da vorne. Da ist noch ein Fanatiker. 7 von 10. Komm, die töten wir gleich alle. Tü-tü. Wunderbar. Aber wir hatten ihn irgendwie noch nicht dabei. Ist der das da vorne? Der mit dem lilanen? Stirb. Nee, der ist es auch nicht. Hörst du wohl auf, Hamlet anzugreifen? Ist denn der Gute? Ist das einer von denen hier? Nee, das sind die Kupferadern, die mir jetzt angezeigt werden durch den Bergbau. Dachte irgendeiner... Eindringling, nee, gut, ich fing schon an, mich zu langweilen. Ach so, ja. Das kann man natürlich auch sagen, wenn man gerade am Sterben ist. Tja, ich habe mich schon gelangweilt. Endlich, ich war tot. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Haben wir ihn schon? Findet Yasam. Habe ich schon. Ach hier, lernt reiten. Jetzt kommt der Quest. Und den Fanatiker haben wir jetzt doch schon getötet. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wie immer. Ich drehe mich hier im Kreis. Ich will aber da lang. Machen wir. Wir laufen in die Richtung. Den Azerin. Ich glaube, den haben wir jetzt schon dreimal getötet. Aber der kommt ja anscheinend immer wieder. Der Gute. Mondpriesterin haben wir auch. Leider sterben sehen, aber ihren Willen erfüllt, ihren Wunsch, ihren letzten. Und gleich können wir reiten. Das wäre so toll. Hoffentlich. Da hops wieder Flöckchen hinterher, weil ich hier gerade die Rehe sehe. Wir haben unser eigenes Reh. Boink, boink, boink. Wie heißt er? Yazam. Mhm. Ja, irgendwo wird er sein, der gute Yazam. Und wir können jetzt hier überall Bergbau irgendwie machen, ne? Ich laufe hier gerade so ein bisschen an irgendwelchen, weiß ich nicht was, Sachen vorbei. Kann ich das jetzt hier irgendwie machen oder ist es unter mir? Ich glaube, es ist eher unter mir. Klippenquell. Ist hier irgendwas zum Abbauen oder so? Bin da irgendwie noch nicht so der geübte Bergbau-Mensch. Es war jetzt auch nicht so intelligent, hier runterzuspringen, aber... sein können, dass wir jetzt hier was abbauen können. Na gut, ich will wieder nach oben. So, noch so viel abgebaut haben wir noch nicht. Und ich muss mir dann erstmal merken, was ich überhaupt abbaue. Irgendwas haben wir doch auch schon abgebaut. Ne? Ach, hier haben wir schon was, was besser ist.
Die Tarrels Gunst haben wir bekommen. Das legen wir doch direkt mal an. Ja gut, wir sehen immer noch nicht wirklich besser aus. Und hier ist noch eine Schwertvorlage, die ich nicht habe. Sehr schön. Ja, ja, okay. Hier haben wir rauen Stein. Ich glaube, das haben wir abgebaut. Ja, gut. Dann ab über die Brücke. Wir wollen unsere Quests abgeben. Das hat jetzt auch nicht so ewig lang gedauert, aber könnte schneller gehen. Mit dem Laufen. So, wer will was? Hier. Schildwache. Schattenhammer. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Alexei. Der Schattenhammer ist ein gefährlicher Kult. Die Gefahr, die sie darstellen, zu unterschätzen, wäre die Tat eines Narren. Ihr habt die Pläne, Alexei. Und wir sind Stufe 21. So, Schattenhammer-Pläne. Sehr gut. Ausgezeichnete Arbeit, Alexei. Gebt mir einen Moment, um mit ihren Plänen vertraut zu werden. 100 Quests abgeschlossen. Ob das jetzt 100 Quests waren, weiß ich nicht, aber wir haben einen Erfolg bekommen. Das ist auch schon mal was wert. Bei Lyn anscheinend haben einige derer, die wir nach dem Angriff auf das alte Orbadine tot geglaubt hatten, ein Flüchtlingslager außerhalb der Ruinen der Stadt aufgeschlagen. Die Kultisten am Lager des Schattenhammers hatten vor, kurzen Prozess mit ihnen zu machen. Bloß gut, dass ihr ihre Stellung so erfolgreich angreifen konntet. Trefft Priesterin Alinja im Flüchtlingslager östlich des alten Oberdine tief im Süden. Seid vorsichtig. Okay, das machen wir. 250 Ruf haben wir bekommen bei der Fraktion Danassus. Ja. Konnten wir nicht hier vielleicht noch, wenn wir ein bisschen mehr Kohle haben? Ihr seid mir ja ein munteres Persönchen. Wir haben noch nicht so viel. Können wir ein bisschen was verkaufen, damit wir kurz Kohle kriegen? Genau, das schon mal irgendwie wegpacken. Ich kann ja hier auch mal den Pilz und so ein bisschen Gesundheitskrams verkaufen. Ich glaube, so viel brauche ich gerade eh nicht. Dann haben wir hier den guten Dalaran-Käse. Hier ist Leinenstoff. Braucht man sowas? Das kann ich noch nicht verkaufen. Und hier ist der raue Stein. So, den Stoff brauchen wir. Das Schwert brauchen wir. Das brauchen wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Wir brauchen auch keinen Mana. Also alles weg damit. Seid vorsichtig. Und jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie viel wir haben. Schießt los, nee, oder zieht 60 Leine. Gold Langlebe haben wir nicht. Das dauert. Wir haben gerade mal 4 Gold. Das dauert wohl noch. Damit wir Experte werden können. Und wir sollen jetzt hier unten hin. Kann die uns da hinbringen oder nicht? Nee, niemand kann uns da hinbringen irgendwie. Schade eigentlich. Dass wir dahin laufen müssen. Können wir den Quest mal machen, damit wir laufen können? Reiten können? Oder ist das ganz woanders? Scheint ganz woanders zu sein. Hier in Danassus wahrscheinlich eher, ne? Aha. Oh gut, dann laufen wir hier zurück, beziehungsweise ich laufe für euch zurück. Mach wieder einen Cut, dann geht es schneller für euch. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück zum Flüchtlingslager von Orbadine, oder wie man es auch nennt. Ich habe auch schon eine Bergbaufähigkeit von 3 erhöht bekommen, weil ich gerade noch irgendwas abgebaut habe. So, und hier sind wir jetzt von der Karte etwas weiter südlich. Und in einem Gebiet, wo wir noch nicht waren. Das ist immer gut. Wir kommen voran. So, da ist die Priesterin Alinja. Vielen Dank, dass ihr uns um Hilfe eilt. Wie ihr seht, könnt ihr die Lage der Flüchtlinge schier... Was? Nochmal. Vielen Dank, dass ihr uns zu Hilfe eilt. Wie ihr sehen könnt, ist die Lage der Flüchtlinge schier aussichtslos. Ach so. Mögen euch die Sterne. Ja, und dann noch der gute Karwin-Mondaufgang. Auf meinem Flug von Danassus, um Malfurion und Sturmgrim aufzusuchen, traf ich auf diese verletzten Flüchtlinge aus den Ruinen von Orbadine. Sie kämpfen für die gute Sache und ich helfe ihnen zu heilen. Doch ihre Verletzungen sind zahlreich und es wird seine Zeit dauern. Ich vertraue darauf, dass auch ihr befreit seid, ihnen zu Hilfe zu kommen. Bereit seid. Genau, wir sind befreit dazu. Ich bin über die Ruinen von Orbadine geflogen, um das Gebiet auszukundschaften. 3 Schattenhammer-Kultisten dort sind für die elementare verantwortlich, die die zerstörte Stadt eingenommen haben. Begebt euch zu den Ruinen westlich von hier, sucht und besiegt Wolkenzähmerin Wildmähne, Windmeister Zuzu und den Himmelsfürst Brax. Wenn sie aus dem Weg geschafft sind, werden Schildwache Selarin und ihre Truppen eine Chance haben, um ihre Heimat zurückzuerobern. Machen wir natürlich. Malfurions Rückkehr. Wir haben erst vor kurzem die Neuigkeiten von Malfurions Erwachen gehört, nur Augenblicke bevor der
der Kataklysmus über uns hereinbrach. Kaum, dass er sich zu sich gekommen war, stieß er eine mysteriöse Warnung aus. Das Land würde sich spalten, wenn nichts unternommen würde, und die Schockwellen würden über Dunkelküste zusammenlaufen. Dann machte er sich Berichten zufolge in diese Richtung auf. Ich wurde hierher geschickt, um nach ihm zu suchen, aber habe nun alle Hände damit zu tun, den Flüchtlingen zu helfen. Vielleicht könnt ihr für uns südöstlich von hier aus nach ihm suchen. Viel Glück. Aber natürlich, hier haben wir auch noch eine Bäckerin. Was führt euch hierher? Ach, wie nett. So, hier können wir also Sachen verkaufen. Hier sind Handwerkswaren. Bis jetzt konnte ich ja irgendwie ganz gut so einfach abbauen. Irgendwie. Weiß ich nicht. Haben wir die jetzt automatisch, die Spitzhacke? Oder ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall könnten wir hier sowas kaufen. Ich glaube, die Spitzhacke brauchen wir für Archäologie, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Bergbau muss... Plus 10, Bergbau muss nicht ausgerüstet sein. Achso, aber das finden wir dann hier. Wahrscheinlich ab einem bestimmten Level oder so. Hier ist auch ein Kürschnermesser. Also hier findet man... Aha, hier Kräuterkunde. Da bräuchten wir dann nochmal den Spaten und so. Also hier haben wir ein paar Sachen für die Berufe. Gut zu wissen. Wie darf ich helfen? So, Schildwache Selarin. Gegen den Wind. Wenn wir die Ruinen von Oberdine aus den Händen des Schattenhammers zurückerlangen möchten, so müssen wir uns dauerhaft um die Elementare kümmern, die sie beschworen haben. Hier kommt ihr ins Spiel. Ich erwarte nicht, dass ihr die Stadt alleine annehmt, aber während wir hier dort, während wir hier oben heilen, könnt ihr für sie schon mal, könnt ihr sie für uns schon mal weichklopfen. Um mit den rasenden Zyklonen auf lange Sicht fertig zu werden, müsst ihr euch nach Westen begeben, sie töten, ihre Armschienen an euch nehmen und sie in den Mondbrunnen werfen. Das wird die Armschienen zerstören und verhindern, dass die Elementare wieder beschworen werden können. Das sind die Schienen, die wir gerade eben immer gesehen haben. Das ist ja interesting hier. Und dann laufen wir jetzt etwas weiter in die Richtung. Ich hoffe ja, dass das mit dem Reiten endlich mal klappt. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das in Darnassus ist. Der gute Yasam, den wir noch finden müssen. So, da sind die Ruinen. Wir springen einfach mal ins Wasser. Und hallo. Kann ich hier mal hochkommen? Gut, wir können es auch von hier aus machen, kein Problem. Da sind die guten Armschienen. Kommen hier irgendwie gerade nicht hoch, das ist irgendwie blöd. Och, Mann. Dann eben da vorne rum. So. Können wir hier rein? Können wir da durch den Spalt? Nein. Dann eben so rum. Da sind noch mehr Armschienen. Hallo, du rasender Zyklon. Mit denen sollen wir jetzt was machen. Wir sollen die doch irgendwie in den Mondbrunnen schmeißen. Irgendwie bringt es mir nämlich nicht viel, das jetzt so zu machen. Oder so. Dann eben hier über die Brücke. Wir sehen ja auch Urich. An den Quest kann ich mich auch gar nicht erinnern. Irgendwie habe ich das damals dann beim Leveln wohl übersprungen. Muss mal eben gucken. Müsste es hier nicht dann so einen Brunnen geben? Lassen ja alle jetzt diese Armschienen fallen, aber... Super. Schön durchgeplumpst hier. Aber um die zu zerstören, müssen wir irgendwie... Ich glaube, ich gehe mal nach da oben lang. Hier um die Ecke. Wer ist er hier? Wolkenzähmerin. Suchen wir den auch. Wolkenzähmerin, komm. Stirb mal, wunderbar. Haben wir getötet. Sollten wir machen. Haben wir den auch schon erledigt. Gut, dass wir mit Pfeil und Bogen umgehen können. Da ist doch der Brunnen. So, sind da diese Dinger drinne? Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Ich habe keinen Zweifel. Oder sind die automatisch, sammeln die sich dann hier? Oder... Ich brauche einen Zahn. Ja. Das ist schön. Wer ist sie? Das ist die gute Yalda. Die Göttin segne euch. Die Geister locken. Eure Freunde im Flüchtlingslager sind sich tatsächlich der Gefahr nicht bewusst, welche die Schattenhammer-Kultisten bereits über die Welt gebracht haben. Damit ihr euch der Sache annehmen könnt, müsst ihr zuerst Hilfe von den Toten aus Oberdine bekommen. Sucht in den Ruinen der Stadt nach den Leinen von Tundris Windwirker, Elissa Sternhauch, Tal...
Taldan und Zeleis Mondfeder. Lockt die Geister aus ihren Körpern heraus und bringt sie zu mir. Ah, okay, wenn wir eh schon mal hier sind, dann bitteschön. Mache ich doch alles gerne, nur mit diesen Armschienen muss ich nochmal gucken, wie das hier läuft. Ist ja auch nochmal ein anderer Quest hier als diese Zema-Leute. Irgendwo da müsste auch noch jemand sein. Vielleicht hier oben? Nee. Da kann ich nichts machen mit den Schienen. Da ist der Taldan. Typ. Mhm. Irgendwo hier ist auch noch ein Quest, wahrscheinlich direkt unter uns. Ach, wo steht die denn, Halle hier? Bin verwirrt. Ich schaue mich hier weiter um im nächsten Part von World of Warcraft. Ja. Da ist sie. Die hatten wir ja schon. Ach, guck mal hier. Den. Da war der Windmeister Zuzu. Dann haben wir den ja jetzt auch erledigt. Schön. Ja, Flöckchen und ich und alle, wir freuen uns. Im nächsten Part geht's weiter mit den Quests hier. Die Geister locken gegen den Wind, mal Fluch und Rückkehr und so weiter. Wünsche mir viel Erfolg. Guck mal, hier haben wir auch noch einen. Können wir den auch? Wir machen das im nächsten Part. Da schauen wir dann, ob wir den hier oben killen können. Bestimmt. Irgendeinen von denen bestimmt. Bis dann.